Nein, liebe Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mal ein Opening, ne? Und zwar geht es um das brandneue, wie heißt denn das Zeit über? Also so genau, 2022 Tin of the Pharaoh's Guards. Yes, sir. Und ja, wollen nicht lang schnacken und gucken, was sich hier drin verbirgt, ne? Und mit dem richtig geilen Messerchen hier auf. If. Und schauen mal, was da drin ist. Also, man weiß streng gesehen, was da drin ist. Und zwar drei fette Packs. Und leider keine Promo, aber bei den Prints, die hier enthalten sind, wollen wir uns auch nicht beschweren, ne? Ich sag nur, Pot of Prosperity, auf Deutsch, wie hieß es denn auf Deutsch? Ups. Ich bin aufgeregt, Leute. Wie immer. Topf des Wohlstands, so war das. Yes. Und ja. Schauen wir mal, was in diesen wundervollen drei Packs drinnen ist. Ja, Pack Nummer Uno hat so ein bisschen Scuffy drin, aber ist scheißegal, ist eh nur das Päckchen an sich. Und hoffen mal auf was richtig Geiles, ne? Die erste Karte, die uns begrüßt, ist bewaffneter Drache Donner Level 3. Danach kommt die bewaffnete Drachenstrahl, Tarnsiedler oder Einsiedler, Tarneinsiedler, so war das. Einwegkuri, Chronomaler Magella Globus, EMS. Und die erste Super Rare ist Maskerade der flammende Drache, schon meine zweite, glaube ich. Ich habe ja schon davor, also gestern mit einem Kumpel, ich habe zwei aufgemacht und er nur eins. Aber heute kommen auch noch die Cases oder sind schon da tatsächlich. Aber die machen wir privat auf. Vielleicht werde ich mal in einem Short mal zeigen, was ich so gepullt habe. Und die nächste Super Rare, auch gut. Buch der Mondverfinsterung, eine richtig geile Karte, wenn er mich fragt. Oh, nice. Und die nächste Ultra ist der wiederbelebte Himmelsgott. Habe ich auch schon einmal gezogen durch die zwei Boxen hier. Aber nehme ich gerne mit. Markierte Verbindung sieht richtig schön aus in Ultra Rare. Wenn ihr mich fragt vom Artwork, wow. Ist wahrscheinlich nicht so spielstark bei Despier oder Branded. Aber Leute, ich will mich nicht beschweren. Und die erste Secret ist Herr des himmlischen Gefängnisses. Also das ist auch eine richtig schöne Karte, die sich sehen lässt. Da ich eh so ein Fan bin von Deck oder Fallen-Decks quasi, ne, die überwiegend auf Fallen aus sind, ist das eine sehr geile Karte. Sternstaub, Illumination, stark. Und der Rest interessiert nicht. Dino Wrestler, Igor, kann ich nicht aussprechen. Raketen, Kaliber, Magieschlüssel, Verriegelung und mit guter Laune markiert und zu guter Letzt Käferkavallerie. Oh, das ist auch so ein Zungenbrecher, ne? Käferkavallerie-Trupp. So haben wir jetzt, ja. So. Pack Nummer 2. Und ja, fangen wir an mit dem entbehrlichen Die. Ist auch ziemlich cool. Also, ich mag auch dieses Die-Lore, wenn man es so nennen kann. Ganz interessant. Materiaktor Gigaboros, Alter, auch so ein Boss, aber mit so wenig Stats, Alter. Obwohl, na gut, Stufe 3 oder Rang 3. Nee, Stufe 3. Rang 3? Ich weiß es nicht. Bewaffneter Drache Donner Level 5. So, jetzt haben wir es. Dracheneinheit Ritter Gor Fabor. Schwarzaugen der Plünder Patrouillen Meereslotse. Eisbrisen Refrain. Tor der Virtualwelt Xuan Wu. Stark. Die nächste ist Guki Tötungsschlag, also ich glaube so einer der schlechtesten Supers, die man ziehen konnte eben gerade, aber passt schon. Synchro überholen, die habe ich zweimal in Secret tatsächlich vom Foreset, aber warum nicht, nehme ich mit. Die nächste Ultra, und ich will mich nicht spoilern, die ist echt schön. Allvergebens, die Essenz der Nichtigkeit. Die hat auch den ersten Print in Common gehabt und jetzt in Ultra, nehme ich mit. Und Dramaturg von Despier, why not? Dann kann ich mein Despier ein bisschen schöner spielen. Aber hier sieht man auch den Hohleffekt, oder? Sieht man das hier, Leute? I don't know. Ja, hier vielleicht, ne? Richtig geil, richtig schön, nehme ich auch mit. Kann man deutlich schlechter treffen, ne? Synchro-Übertragung. Schwere Käferkavallerie, mächtiger Neptun. Magieschlüssel Duo, Zoroa Magistus Loder Katastrophe. Magieschlüssel Drache Andrabime. Oder Andrabim. Gunkang Suschef Chorau. Und Eisjade Akti. Ja, Gunkang ist auch so ein Deck, was ich noch demnächst mal bauen möchte. Wenn ich die Zeit und Lust finde. Ist immer so eine Sache. Und das ist das letzte Pack. Sagenhafter Andraith oder wie auch immer, sieht auch ziemlich cool aus vom Artwork, so richtig böse. Also genau mein Type of Shit. Yes.
Dann Schwarzaugen der Plünderpatrouillen, Meereslotse erneut, Materiaktor Gigadra erneut. Der ist cool, den habe ich, glaube ich, in Ultra gehabt oder habe ich immer noch vielleicht, keine Ahnung. Cordius, der Dreiphasen-Packdämon, der erinnert mich ein bisschen an Obeliskum-Artwork und ja, hat auch so leichte Ähnlichkeiten mit dem Blau und dem Body Stahlstern-Regler. Entbehrlicher Dai. Und die nächste Super Rare, die habe ich jetzt auch, glaube ich, fast im Playset. Geisterschwester und gruseliger Hartriegel. Auch eine sehr schöne Karte, wenn ihr mich fragt. Ich bin auch sehr froh darüber. Auch eine mit Amtsstand, einer der besten, die du ziehen kannst. Als Super Rares natürlich. Weißer Ritter, der Dogmatiker. Die nächste Ultra ist Grenzwert Borg. Komm, Shifter? Nee. DDD, Supervisor König Zero Maxwell. Grüße an die 187. Spaß. Ja. Und die letzte Secret ist... Nice! Unterweltgöttin der geschlossenen Welt. Die ging auch, glaube ich, eine Zeit lang in 30 Euro. Hatte auch, glaube ich, nur ein, zwei Prints gehabt. Jetzt habe ich sie endlich in Secret und sie sieht so gut aus. Oh mein Gott, eine richtig geile Linkkarte. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Da sage ich nicht nein, auf keinen Fall. Die nehme ich auch gerne mal Playset mit. Also mal gucken, was das Case später für mich bereithält. Ja. Und der Rest interessiert nicht. Gut, das war es auch soweit von mir. Ihr könnt mich gerne abonnieren, denn ich habe Folgendes vor. Ich habe jetzt überlegt, und das habe ich schon oft angekündigt in meinen Videos, in den letzten jedenfalls. Ihr könnt so einen Teil gewinnen, wenn ich 50 Abonnenten erreicht habe natürlich. Also immer schön auf Abo drücken. Dann könnt ihr jeweils, oder vielleicht mache ich es auch mit drei Gewinnern, dass jeder ein Pack bekommt. Also dann können halt drei Leute gewinnen. Und oder halt nur einer, alle drei Packs, also alle Inhalte, also den ganzen Inhalt quasi von der TIN. Also könnt ihr in der Kommentarbox schreiben, was ihr am besten findet. Und ja, wie gesagt, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.